So, guten Tag, Leute. Ich bin wieder euer Kommentator MG muss mit. So, wir haben wieder ein paar Punkte angehäuft. Hallo? Die hier? So, machen wir auf. So, danke. Katalog, bitte. Katalog. Da hatten wir doch für die Karriere noch ein bisschen was offen. Die haben wir. Online, Gameplay, Gameplay, Karriere, National. Haben wir auch schon. Karriere haben wir auch. Da haben wir es auch schon. Was? Mentalboost. Nach dem Einlosen wird dieser Schub automatisch auf alle Pros angewandt. Okay, nehmen wir. Kaufen bitte. So, dann haben wir uns die nächsten Karriereboost verschafft. Spieler bearbeiten. Nach dem Einlösen wirst du die Option im Menü, wenn du Karriere startest. Aha. Schön. Haben wir sonst noch was für die Karriere? Ja. Passenboost. Wow, das wäre natürlich super. Nochmal 300. Also die haben wir bald beisammen. So, weiter geht's. Würde ich mal sagen. So, wir wollten... Achso, weiter. Ja. Gut, gehen wir in die Mannschaft. Teammanagement. Lassen wir mal wieder ein bisschen durchrotieren durch die ganze Sache. Blup. Valori. Schindler. Ja, ja, ja. Aha. Oh. Er darf mal spielen. Laut ist immer noch drin. Blanco. Leitl durfte raus. Aber der ist ja natürlich noch hier. So, und wo ist der Herr, der sich beschwert hat? Ich suche ihn. Da ist er ja. Der Kleine hat sich ein bisschen beschwert. Als Rechtsverteidiger nicht spielen zu dürfen. Naja. Wieso wohl? Du bist halt nicht der beste Junge. Musst ja halt mehr trainieren. Egal. Nächstes Spiel. So, gegen Jan Regensburg. Da müssen wir direkt ran. Ihr kriegt die schwarzen Trikots. So, spielen, Leute. Spielen. Oh, die haben 3 Niederlagen in Folge. Natürlich ein gefundenes Fressen für unsere 60er. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ach nö. Oh Mann. Oh Mann. Kriege ich das noch hin? Oh, schön umgeniedet. Schön ins Tor. In die Tonne. Nein. Mir tut der Mann leid, der wie die alle wieder aufbauen muss. So, 1500. Ey, das war doch getroffen. So, nochmal 1000. Alle Ziele kann man sowieso nicht umnieten. Alter, triff endlich. Alter. Wieder dazwischendurch. Es regt echt auf in die Tonnen rein. So, egal, wir sind mal nicht besser. So, Jan Regensburg erwartet uns. Unsere 60er, es regnet schon wieder. Immer dieser Regen hier. Natürlich nicht vom, ja, nicht so schön. Könnten ein paar Spieler krank werden, Grippe kriegen oder so. Ist nie schön. So. Regensburg ist natürlich jetzt heiß, endlich mal ein Spiel zu gewinnen. Vor allem gegen den Tabellenersten wäre es genial für sie. So, aber das werden sie hoffentlich nicht erleben. Zumindest noch nicht jetzt. Wir wollen ja weiter oben bleiben in der Tabelle. So, Einwurf 60.
So. Was machen wir da raus? Laut läuft an der Linie entlang. Er zieht ab, aber ungefährlich. Weil er zu weit gelaufen. Weil die Perspektive, die täuscht mich gerade ein bisschen, die Kameraperspektive. Also ein bisschen blöd gerade. Und au! Pfosten! Ich dreh durch! Immer das. Ah. Kann das Tor nicht ein bisschen höher und ein bisschen breiter sein? Dass das diese Saison nicht so oft passiert. Das ist ja brutal. Ei. Was macht er denn? Und. Ah, oh, nochmal. Ich bin am Verzweifeln. Unsere Aluminium-Tester, ja, ja. Den macht es die Saison echt Spaß, mich zu quälen. Mit dem scheiß Aluminium immer. Ja, da hast du hingehen müssen. Vor allem so. Dass er ja rausgeht. Egal, wir probieren es weiter. Irgendwann wird er das Aluminium doch mal nachgeben. Und nicht hier andauernd uns im Wege stehen. Hoffe ich jetzt mal inständig. Weil irgendwann muss er auch mal Schluss sein. So. 60 hat den Ball mal wieder. Mit allen Mitteln. Unser Newcomer. Und Tor, Stahl, schön hier reingenagelt. In das Eck. Wunderschön. Da freut er sich zurecht. Dass sie dieses Tor reingenagelt haben. So, er läuft an der Linie und zieht ab. Er traut sich einfach mal. So. Unser Newcomer, ja, interessant. Dass der gleich spielen durfte. Und vor allem, dass der so gut mitspielt. Es tut ihm natürlich auch gut. Es motiviert ihn so richtig. So. Will hier vorankommen. Sie sind zwar schon ein Tor vorne. Wollen aber bekanntlich mehr. Laut zieht ab, aber den Gegner angeschossen, so wie es ausgesehen hat. So, Ecke kommt rein. Er geht hoch, aber ungefährlich. So, 60 bleibt im Ballbesitz. So, da hat er nur den Fuß draußen lassen müssen, dass er den Ball hat. Aber 60 lässt sich davon nicht beirren. Die haben die Torluft geschnuppert und wollen wie immer mehrere schießen. So ein 1:0 kann ja jeder. Nur die wahre Stärke kommt durch, wenn man hier große oder einiges an Tore schießt. Oh. So, Stahl. Ei, 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 ei. Die kommen hier nicht durch. Regensburg steht besser, seitdem sie das Tor kassiert haben. Muss man so sagen. So, Laut wollte einfach mal abziehen. Mal dem Torhüter Angst einjagen. Mal zeigen, hallo Junge, ich bin auch da. So. Au, da scheift, der Schiri ab, dem Vorteil,
So, letzte Aktion so ziemlich in dieser Halbzeit. Und dürfte auch schon abgepfiffen werden. Regensburg kommt ran. Oh, und schießt den Ausgleich. In der 45. Minute. Das ist nicht so toll. Aber 60 lässt sich nicht entmutigen. Da jubeln die Regensburger, ist schon klar. So, der Schiri lässt aber lang pfeifen. So, jetzt pfeift er die Halbzeit ab. So, Teammanagement, Kader. So, du gefällst mir hier nicht. Leitl. Vollkommen. Nee. Innenverteidiger. Nee, dürfte soweit passen. So, dann greifen wir auch die zweite Halbzeit an. So, los geht's. Sechzig jetzt anders aufgestellt. Hat den Newcomer rausgenommen. Hat zwar ein gutes Spiel abgeliefert bis jetzt, aber er ist halt schon ausgepumpt. Er darf nicht gleich so verheizt werden. Würde ich jetzt mal sagen. Deswegen erstmal mit der Ruhe hier wieder ran. Und die 60er kommen in eine arge Bedrängnis. Ah, Torwart hat klären können. So, jetzt ruhig alles aufbauen. Nicht so perplex sein, dass man den Ausgleich bekommen hat. Ruhig bleiben. Die Lücke wieder suchen. Warten auf die Lücke. Einfach nur ruhig bleiben. Den Gegner aus dem Konzept bringen. Hört sich nach leeren Floskeln an. Ist aber so. So, Kopfball und Tor von Laut. Da ist er zurück. So, 2:1. 60. Schön gemacht in der 57. Minute. Wunderschön. Wunderschön. Und Regensburg ist hier aus dem Konzept, aber so richtig. So, und Laut gleich nochmal. Da flippt das Stadion aus. Erst wieder das Aluminium geküsst. Aber Laut steht da und haut das Ding rein. Ah. Meine Stimme macht es nicht mehr lang mit. Vor mit dem Husten im Gepäck. Da schreien, da gehen die Pferde mit einem durch. Da geht's einfach nicht mehr mehr. Die Stimme ist schon langsam weg. Jetzt weiß ich auch, wieso, dass die Kommentatoren immer solche rauchigen Stimmen haben. Die haben sich einfach heiser geschrien und müssen das immer vorher wohl. So. Laut, allein vorm Tor schon wieder. Und ein Hattrick. Ein lupenreiner Hattrick. Perfekt. So. Der Trainer weiß einfach, wieso, dass er diesen Prachtspieler auf dem Platz hat. Und über diesen Spieler ist auch dankbar. Sehr dankbar. So. Aber Regensburg schießt nochmal eins. Das ist aber eine torreiche Partie heute. 4:2. Schöpft Regensburg etwa noch Hoffnung? So, 8 Ligatore mittlerweile. 8 Stück. So, ich würde auch gern wechseln, wenn ich dürfte. Hallo?
Hallo. Darf ich? Danke. So, Teammanagement Kader. Gucken. So, Stahl ist durch. Linkes Mittelfeld. Nico natürlich wieder. So, fortsetzen. Dass hier auch weiterhin was geht. So, Ecke 60. Das ist immer schön. Vielleicht wieder eine Standardsituation ausnutzen. Er zieht ab, aber ungefährlich. Wer war es denn? Lango, so wie es aussieht? Nee. So, 71. Minute, 4-2-60. Unter drei Toren geht wohl die Saison kaum was für 60. So, 60 wieder in der Vorwärtsbewegung. Ist schon krass. Die haben vier Tore und wollen einfach noch mehr. Die wollen zeigen, wieso, dass sie oben stehen in der Tabelle. So, schön ergattert. Bringt er schön rein. Kopfball. Au. Da wirft sich ja alles, was hier im 16er gestanden ist, vor dem Ball. Um das 5-2 zu vermeiden. Au, knapp vorbei. So. Regensburg wechselt nochmal, so wie es aussieht. Aber nur so, wie es aussieht. So, ja, genau. 81. Minute. Es dürfte gelaufen sein. Das läuft doch relativ gut heute. Die zwei Gegentore hätten nicht sein müssen. Aber in der zweiten hat sich 60 natürlich gefangen. Nach dem 1-1. Zur Halbzeit. So. So, 60 holt sich den Ball mal wieder von ganz hinten. Aber das war nichts. 87. Minute abseits. Standen sie abseits, klar und deutlich. So, wie oft wechseln denn die noch? So, nach vorn mit dem Ding. So, 60 kommt hier nicht durch. Oh, Foulspiel. Aber ohne Ahnung. So, 90 Minuten sind durch. So, Blanco läuft allein vor dem Tor. Aber da wurde der Heber nichts. So, Einwurf 60. Oh, da hat er den Ball nicht mehr reinbringen können. So, wann pfeift der Schiri ab? Da ist er auch schon, der Abpfiff. 60 immer noch ungeschlagen. Sogar Laut hat noch einen Hattrick geschafft. 60 im Siegestaumel. Ich sag ciao, bis zum nächsten Mal.